WDR 2. Stichtag. Schultern zurück, Bäuchereien. Gentlemen, sollen wir zu den Ladies gehen? Ladies and Gentlemen, Meryl Streep. Den Kopf leicht zurückgeneigt, ein langer Augenaufschlag und dann dieses suffisante Lächeln, ein pointierter Satz. Meryl Streep. Smart, klug, würdevoll und voller Selbstironie. Als sie eben meinen Namen sagten, glaubte ich, halb Amerika zu hören. Oh, komm, warum? Die schon wieder. Again. 31 Mal war sie bisher für den Golden Globe, 21 Mal für den Oscar nominiert. Das hat außer ihr noch niemand geschafft. Dabei passt sie gar nicht nach Hollywood, heißt es jahrelang. Zu blass, zu unterkühlt, zu profillos, hässlich wie eine Vogelscheuche, soll Martin Scorsese einst gesagt haben. Tatsächlich ist ihr bis heute bei aller Freude über Auszeichnungen die Selbstinszenierung im Blitzlichtgewitter zuwider. Schauspiel ist in diesem Land wie ein Sportevent. Es geht um Wettbewerb bei diesen ganzen Preiszeremonien. Das ist der Gewinner, der Loser, die Schönste. Ich werde auf dem Cover der Times abgebildet. Ich habe aber nicht Wimbledon gewonnen. Ich habe einen Film gemacht. Sie taucht lieber ein in ihre Figuren, bildet mit ihnen eine Symbiose. May I know of what I am accused? You just heard me. My only happiness is when I sleep. Meryl Streep spielt nicht, sie wird. Zur britischen Dame im 19. Jahrhundert, zur homosexuellen Jill in Woody Allens Manhattan, zur legendären Karen Blixen in Jenseits von Afrika. Ihr Talent entdeckt sie als Teenager im Schultheater. Sie gilt als altklug, findet sich selber zu dick, die Nase zu lang, kann ihre qualvollen Selbstzweifel aber abstreifen, sobald sie zu einer anderen wird, wie sie denkt, spricht, die Haare kämmt, einen Fuß vor den anderen setzt. Oh, well, that's acting. Das ist Spielen. Ich lese eine Menge Skripte. Irgendwann beginnt mein Herz zu rasen und daran erkenne ich, dass ich diese Figur zeigen will. When I read a character that I want to do. Eigentlich wollte sie Opernsängerin werden. Die Nervosität stand ihr im Weg. In ihren Rollen aber lebt sie ihren Traum aus. Als Revue-Darstellerin in Der Tod steht ihr gut beispielsweise. Oder mit Filzmantel und gelbem Zahnbelag in Wolfsmilch. Du bist zum Star geboren. Oh, denkst du das wirklich, Frances? Mama Mia! Und als sie als Flower-Power-Hippie-Aussteigerin ihren Schauspielkollegen Pierce Brosnan an die Wand singt, zeigt sie in ihrem Kampf um Gleichberechtigung einmal mehr, dass auch frauendominierte Filme Kassenschlager werden können. When are they gonna learn this lesson, you know? Wann lernen das die Studiobosse endlich? Meryl Streep lernt Selbstironie. Stimmt, sie passt nicht nach Hollywood, zieht mit ihrem Mann und den 4 Kindern daher nach Connecticut auf ein 33 Hektar großes Grundstück mit See, fernab von Blitzlichtgewitter und Skandalen. Ihre Nase lässt sie unoperiert. Mit 40 bekommt sie 3 Hexenrollen in einem Jahr angeboten. An diesem Punkt meiner Karriere habe ich mich wirklich ernsthaft gefragt, ist das verletzend oder vielleicht sogar hilfreich? Dass sie nie Sexbombe oder Modeltyp, sondern so normal war, wird ihre Stärke. Sie ist nicht festgelegt, vielseitig wie keine andere und in ihrer Wandlungsfähigkeit so einmalig. Dame Meryl Streep stellt sich weiterhin neuen Herausforderungen und ihren Versagensängsten. Ganz aktuell in der Erfolgsserie Big Little Lies. Nach dem Motto: Take your broken heart, make it into art. Nimm dein gebrochenes Herz und mach Kunst draus.